Ey, komm, lass mich mal vorbei. Ich möchte nur das Video aufnehmen. Ey, komm. Grüezi, liebe Leute. Ich bin wieder am Start. Last Exit 1988 hier mit dem achten Part des Let's Plays The Legend of Zelda Link's Awakening. Ja. Im letzten Part habe ich hier die Adlerfestung durch. Ja, und jetzt geht's erstmal gucken, was ich mache. Keine Ahnung, was ich genau mache. Ja, erstmal schauen, was der heutige Plan ist. Ist Sonntagabend. Ich bin leider etwas unorganisiert. Aber ich werde, glaube ich, mal schauen, ob ich diese eine Sache da mache, die ich letztes Mal machen wollte mit der Truhe. Ist, glaube ich, eine ganz schöne Sache. Ja, sieht gut aus. Weil das ist auch eine Sache, die wollte ich hier machen, auf jeden Fall. Na, hau ab, hau ab. Hau bloß ab. Es ist kein Bock, dich hochzuheben. Einmal. Zweimal. Perfekt. Also diesen Part wird sich wahrscheinlich, höchstwahrscheinlich alles um das achte Dungeon drehen. So, ja, jetzt habe ich schon wieder vergeigt. Oder auch nicht. Oder aber doch. Komm, nochmal von neu. Schon wieder gefailt. Yeah. So, dabei kann das alles so einfach sein. Und jetzt resette ich das Ganze nochmal hier. So, den wegschieben. Den wegschieben. Den wegschieben, den wegschieben, den wegschieben und den wegschieben. Voilà. So habe ich hier Zugang zu allen Truhen. Da haben wir einmal ein Zwanni. Da haben wir nochmal ein Zwanni. Ich hoffe, wir werden hier einige Zwannis finden. Ja. Hoch. Und ich hoffe, dass da auch eine Muschel bei ist. Nö, natürlich nicht. Naja. Aber gut erledigt, gut gelöst. So, jetzt gehe ich auch wieder langsam, aber sicher zurück. Mal schauen, wo es jetzt hingeht. Ich glaube, ich werde jetzt direkt geradewegs zum letzten Dungeon hingehen. Und dazu muss ich natürlich auf die vom Osten nach Westen. Dann haben wir hier natürlich die westliche Seite des Berges. So, gehe ich mal wieder in das Häuschen hier rein. Ach, und da ist auch das Hühnchen, das fliegende Hühnchen. Ja, und der freut sich natürlich den Ast ab, weil er gut am Fliegen ist. Und ich verstehe nicht, warum ich jetzt die beiden hier brauche. Zwei Hiebe brauche, meine ich. Was rede ich da? Ach, eine alte Bekannte. So, aber Tarzan Spider-Man Link ist am Start. Rettung letzter Not, jawohl. Oh. Na, hoppala. Was da wohl für ein Gespräch in Gange kommen sollte. So. Ja, jetzt gehe ich auf jeden Fall zum Reptilienfelsen hin. Und der Eingang zur Höhle ist schön unter dem Busch versteckt. Ja, und natürlich haben wir wieder so einen komischen Käfer, der sich unter dem Totenschädel versteckt. Ja, auch wieder so ein Ding ohne Wiederkehr quasi. So, hier kann ich mich wieder rüber begeben, rüberhängen mit dem Enterhaken. Normalerweise hätte man das auch mit dem Huhn machen können. Och, und hier kommt mir so ein bisschen Geröll entgegen. Ja, muss ich gut und taktisch ausweichen. Ja. Am besten mit vorgehaltenem Schild da rumlaufen. Dann hat es zwar ein bisschen Rückfederung, aber
wird es wenigstens so gesehen nicht getroffen. So, hier werde ich jetzt mal ein bisschen heben. Mir auch gerne einen Wolf heben, aber ist nichts zu finden. Aber hier ist bestimmt irgendwo eine Muschel. Ich habe das so im Urin. Weil diese Steinanordnung war nicht umsonst. Oder aber doch. Ja, wie dem Anschein hat doch, schade. Nee, Schild. Da. Da haben wir das Schild. Oder den Schild. Was haben wir hier? Ein Fuffi. Ja. Ach, und da haben wir wieder eine Treppe gefunden. Ach, wir haben wieder so einen wunderschönen Dämonschrein oder was das da sein soll. Ein Dämonenbrunnen oder sowas. Mal gucken, was ich diesmal machen kann. Ja, das ist gut. Zauberpulver ist gut, ist auch wichtig. 40 Einheiten kann ich jetzt rumtragen. Sehr gut. So. Aber da wird nichts sein an Muscheln. So, hier muss ich runter. Ja, hier kommt mir wenigstens kein Geröll mehr entgegen. Aber hier kann ich auch jede Menge Sachen aufsprengen. Wahrscheinlich wieder so eine Feenhöhle. Nee. Ich gehe mal vorsichtshalber nach links. Um zu gucken, was jetzt da genau noch ist. Ja, hier kann man runterspringen. Sollte ich aber erstmal lassen. Weil da ist, glaube ich, eine Abkürzung nach unten. Dann habe ich das Ganze nämlich umsonst gemacht. Ah! So. Also ab durch die Höhle. Weil jetzt kommt nämlich was, wofür ich das Spiegelschild, den Spiegelschild gebrauchen könnte. Kann. Weil das geht nämlich nicht mit dem normalen Schild. Ich meine, da wird wohl irgendwie eine Möglichkeit geben, das zu glitschen mit dem normalen Schild oder mit dem Pegasus-Stiefel und der Feder war da, glaube ich, was. Aber das ist natürlich nichts Sicheres. Ist natürlich was ziemlich Unsicheres. Aber jetzt gehe ich mal gucken, was hier der Telefonmann sagt. Telefonmann. Geht an Telefon ran. Ja. Das ist schon Tipp genug. So, jetzt haben wir natürlich erstmal hier. Na, was kommt? Ein Rubin. So, das heißt, hauch ihm Leben ein. Das heißt, das dritte Lied der Ocarina spielen. Och. Das heißt, der komische Felsenkopf wird lebendig. Na, wie mache ich das jetzt auch gleich? Ich glaube, ich muss warten, bis er hervorschnellt. Oder auch nicht, ich hau den einfach. Quasi ein kleiner Mittelboss. In der ganz anderen Mittelboss-Musik. Wird jetzt ein bisschen mit dem Schwert vermopst, bis er den Eingang zum Reptilienfelsen frei macht. Ja. Ja, sehr, sehr gutes Timing für das Dreieck. So, und da ist, glaube ich, auch. Ich weiß gar nicht, wie viele Dungeons es gibt, die keinen Schlüssel benötigen, aber das ist einer der wenigen, die er nicht brauchen. So, da haben wir das achte Level. So, hier brauche ich auf jeden Fall die Feder. Ja. Das Ding ist auch nervig. Beschießt uns hier mit Feuerkugeln. Ja. So, jetzt gehe ich erstmal. Okay, ich wollte schon gerade sagen. Jetzt gehen wir hier erstmal auf Großerkundung. Gucken, was wir hier so finden. Och, ein alter Bekannter. Ein alter Bekannter mit Mittelboss. Sehr leicht gewesen, aber das ist, glaube ich, keiner, der ein Portal freischaltet. Nee, natürlich nicht. So, mit diesen Plattformen kann ich quasi neuen Boden schaffen. Und da machen wir jetzt auch gleich. Ja. Man direkt schon mal wieder ein bisschen Geld. Ein 20. So, jetzt gehe ich erstmal hier lang.
Ja, hier komme ich gerade nicht wirklich weit. Nee. Vor allen Dingen, die Fackeln kann ich damit nicht anzünden. So. Ist, glaube ich, der drittkniffligste Dungeon in diesem gesamten Spiel. Ich glaube, da werde ich auch wieder ein bisschen länger brauchen. Ich denke mal, da wird eine volle Stunde realisierbar sein. Und ein Fuffi gefunden. So, einfach mal hier rein. Ach, schon wieder einer. Oh. Auch wieder einer. Auch wieder ein sehr gut bekannter. Aus dem ersten Dungeon, meine ich. Aber trotzdem immer noch keiner, der einen Port freischaltet. So, ich mache mir jetzt schon Gedanken, was ich zocken werde, wenn ich hiermit fertig bin. So, jetzt habe ich den erstmal getroffen. So. Perfekt. Ja, dann haben wir da schon mal einen Schlüssel bekommen. Ja, wie gesagt, ich habe jetzt wieder null Plan, was kommen wird. Danach ein Leben nach Zelda. Kompass. Natürlich nicht Kompass nach Zelda, sondern, ja. Ich bin gänzlich unentschlossen. So, kann ich hier gucken? Nee, das ist... Ne, keine Wand, die aufgesprengt werden kann. So. Na, ja, das heißt, die linke Seite habe ich quasi erstmal für Nüsse beguckt. Das heißt, ach, ne, da gehe ich einfach durch. Da kann ich einfach vorbei spazieren, Arsch lecken. So, jetzt gehe ich mal da oben lang. Ja, da ist aber auch nicht wirklich das, was ich suche. Na, ich gehe jetzt einfach mal hier lang. Da sind auf jeden Fall Wände zum Aufspringen. Perfekt. So, einmal da lang. Ja. Jetzt ist das Problem, wie komme ich wieder zum Anfang zurück? Aber mal schauen. Ah, hups, hoppala. Und ich lege aus Versehen eine Bombe, statt zu springen. Na, eben kurz abwarten. Sehr gefährlich, die Dinger. Aber da ist es bestimmt schön mollig warm drin. Also hier ist das recht kalt in der Heimat. So. Steintafelstück, okay. Nee. Kommt wieder ein Zwischenboss? Ja. Der dritte in Folge. Das Hündchen. Beziehungsweise, ich habe das Gefühl, dass das ein Hündchen sein soll, weil er dieses Wuff Wuff. Ja. Hoppala. Na, verdammt. Nein. Sollst du doch nicht direkt werfen. Ah. Fang das Bällchen so unter dem Motto. Yo. Jetzt geht's aber los hier. So, dafür fülle ich mir jetzt die ganzen Herzchen wieder auf. Aber es ist immer noch kein Port in Sicht. Na super. So, was sagt die Tafel? Ja, okay. Na dann. So, hier. Ich will aber noch nicht die Treppe nehmen, deswegen gehe ich jetzt erstmal nach links. Aha. Hoppala. Da habe ich einen Fehler gemacht. So. Da muss ich geschickt sein. Da muss der gesamte Boden ausgefüllt werden. Diesem Ding. Ja. Perfekt, wieder ein Schlüsselchen gefunden. Und da haben wir wieder auch eine Wand, die wir aufsprengen können. Perfekt. Ich sag mal hier gucken. Ja, wieder eine. Na. Und einen Schalter. Da haben wir ja auch wieder was. Nee. Und das ist, glaube ich, der Weg zurück. In irgendeiner Art und Weise. Also alles ist miteinander verbunden. Logisch in Dungeon, ne? Ja. Den Schalter lasse ich aber mal nicht in Ruhe hoch. So.
Jetzt habe ich das Ziegel ja gelöst. Jetzt kann ich einfach nur den Block so hinstellen. Ja. Hup, hupala. So, einmal rüber hier. Fake-Truhe. Scheiße. Geht direkt erstmal in eine Lava baden, das Ding. Einmal hier runter. Ach, Mann. Hallo. Da. Ein Eingang, ob so eine Treppe erscheint. So. Dann mal hier lang. Ich habe irgendwie das Talent, hier gerade Herzchen zu verlieren. Deswegen sammle ich so gut es geht Herzchen. Zack. Einmal hier raus. Naja. Ach, scheiße. Ich wollte eigentlich auf den drauf springen. Auf den kann ich drauf springen. Jetzt gehe ich erstmal da lang. Ne, da ist nichts mehr. Ja, da müsste irgendwie der Knöpfchen sein zum Aufmachen, aber ich will ja hier rein. Deswegen leicht für den Arsch. So, jetzt gehe ich hier lang. Ja. Nochmal versuchen, dass ich an die Truhe komme. Gehe ich noch baden in der Lava. Scheiße. Aha. Was haben wir denn da für ein Dungeon? Für ein Dungeon. Ich sage immer Dungeon. Die Karte. Okay, nehme ich. Nehme ich sofort. Und jetzt gehe ich, glaube ich, mal erstmal hier in diese Treppe runter. Obwohl, da war ich schon. Muss ich ja wohl. Das heißt, ich darf wieder zum Anfang des Dungeons zurück. Ja. Springen ist jetzt gerade nicht erforderlich. Ach, jetzt kommt das komische Ding schon wieder. Ach, scheiße. Okay, also resetten diese Zwischenbosse hin und wieder. Ist nicht gut. Ne, brauche ich gar nicht. Es geht erstmal hier rüber. So, Thron gibt es erstmal nicht. So, und jetzt gehe ich da nach oben lang, wo dieser Schlüsselblock ist. Also hier. Super. Oh, echt für den Arsch. Das heißt, ich hätte eigentlich da oben hingemusst. Ganz rechts. Jetzt sei wieder im Kreis laufen. Ach, schon wieder, ey. Ich glaube, wenn ich jetzt hier dieses Lied spiele, komme ich hoffentlich ans Anfang des Dungeons. Ja, zum Glück. Erleichtert mir hier einiges, weil sonst hätte ich schon wieder einen Kreis laufen müssen. Das ist nicht gut. So, jetzt gehe ich erstmal hier rüber. So, und jetzt weiß ich wenigstens, welchen Weg ich gehen muss. Zack. Einmal hier lang, einmal da, einmal do, einmal so. So, dann gehe ich erstmal hier oben rechts lang. Ja, hoppala. Einmal hier lang. Ja. Aber ich lasse es erstmal. Ist, glaube ich, noch nicht erforderlich, dass ich hier lang gehe. Deswegen gehe ich mal lieber nach links. So. Mal gucken, was mich jetzt hier links erwartet. Wahrscheinlich irgendwie
Nichts? Ein Hauch von nichts? Nee. Nee. Hätte sein können, dass ich ja, dass ich da irgendwie eine Bombe hinlegen kann und den Weg aufsprengen kann. Aber kannst du knicken? Und hier? Nee. Ich glaube nicht. So, jetzt gehe ich erstmal hier durch. Hier ist, glaube ich, ja, okay. War schon ein guter Ansatz. Okay, da geht's auch lang, da geht's lang. Oh, was ist denn das? Okay, kann ich eh noch nicht lang, weil ich einen Schlüssel brauche. Hoppala. Nein, nicht die Ocarina. Ist doch okay. So, jetzt erstmal hier oben lang. Das glaube ich wichtiger. Einmal. Perfekt. Perfekt, perfekt, perfekt. Aber ich gehe trotzdem erstmal hier lang. Oh. Ja. Bringt nichts, ich muss erstmal hier raus. Hier durch. Ja, ich werde erstmal hier den Schlüssel verbrauchen. Erstmal hier lang gehen. Ach, da haben wir schon den Bossraum. Natürlich aber noch keinen Bossschlüssel, deswegen kann ich wieder gerade schenken. No. Kann ich da lang erstmal? Okay, hoppala. So, einfach einen Pfeil ins Auge werfen, von daher. Und noch ein Schlüssel, okay. Noch ein Schlüssel, habe ich ja gesagt. Jetzt gehe ich mal hier lang. Okay, da ist auch ein Schlüssel. Den bekomme ich aber noch nicht, weil ich da gar nicht die Möglichkeit habe, die Fackel anzuzünden. Das kommt aber noch. So, da bin ich, wo ich gerade nicht durchgekommen bin. Wenn ich links gegangen bin. Wo ich links gegangen bin, Entschuldigung. Ne, lass ich mal sein. Ich gehe jetzt mal eben hier raus. Ach, guck mal. Nimmt sogar ein Herzteil. Geh von meine Herzteile weg. Ja, jetzt habe ich natürlich erstmal wieder eins, weil ich ja im vorigen Part schon einen kompletten Container bekommen habe. Ja, und guck mal, da haben wir auch so gleich einen Port frei. Also einen Port in eine andere Gegend. Erleichtert einen die Reise ungemein. Ich werde jetzt erstmal ein bisschen rumspringen. Zack. Ja. Ich glaube, es sind 4 Stück. Insgesamt, ja. So. Dann wieder zurück zum Berg. So. Einmal wieder hier rein. Auch wieder ein Dungeon mit dem nächsten Eingang. Mit 2 Eingängen. Uah. So. Na komm. Ah. Das ist eine Scheiße. Ja, das wird gerade ein schönes Stück Arbeit hier. Weil man natürlich abpassen muss, wann die. Ich glaube, den habe ich schon mal. Perfekt. Ich glaube, wenn du den einmal hast, in einem bestimmten Winkel. Na, so geht es natürlich nicht. Kannst du natürlich auch leider nicht wegspringen. Ach.
Nur noch 30 Bomben, dann habe ich den. So. Na komm. Sehr gut. Perfekt. So, jetzt kann ich erstmal hier lang. Erstmal hier lang. Ja, sieht gut aus. Und ein Fuffi. Ne, 20. Natürlich erstmal alles aufladen quasi, was ich vorher verbraucht habe. Gehen wir mal hier lang. Hm, eine Treppe. Wo diese nur hinführt, ich weiß es nicht. Gehen wir einfach mal hier lang. Hm. Ja. Ja, ja. Das heißt, die muss ich jetzt natürlich nehmen, weil ich, glaube ich, nicht mehr zurückkomme. So, einmal rüber mit dem Haken, mit dem Enterhaken. So. Hoppala. Ah. Ist pfui, ist pfui. Da muss ich jetzt einmal lang. Dann einmal da lang. So, einmal das öffnen. Boah. Zwei Schlüssel habe ich noch. Sehr gut. Ja. Okay, da muss ich auf jeden Fall rüber. Ja, sieht auch schon sehr gut aus. Sieht auch schon danach aus, als ob die beiden... Oh, hab direkt zufällig eine Wand zum Aufsprengen gefunden. Ja, auch wieder ein Verbindungsstück. So, dann geht es jetzt erstmal hier rüber. Mit dem Enterhaken hier rüber. Und somit war es da mit den beiden Schlüsseln. Und wir warten, bis die Plattform hier wieder rüberkommt. Eben hier drauf springen, dann so. Ja. Oh, da habe ich ein bisschen geknackt. So. Ja, da ist ja eine neue Gegend. Ach, na super. Ach, jetzt hätte ich, das war mit dem Schalter, das hängt mit dem scheiß Schalter zusammen. Auf den muss man aufpassen. Ich glaube, der kann jemanden zum Eingang des Dungeons zurückboxen mit seinem Superschlag da. Hat sich aber nicht wirklich gut zur Wehr gesetzt. Und das ist, glaube ich, der Zwischenboss. Sehr gut, der den Port freischaltet. So, man sieht's, da kommt man nie durch. Das heißt, erstmal wieder zurück zum Eingang porten. Ja. Na komm. Einmal kurz hier lang. Ich muss so gucken, wo ich diesen einen Kackschalter finde. Jetzt habe ich natürlich den wieder von neu machen. Genau, geh mir aus der Sonne. So, natürlich erstmal wieder hier lang. Ach, was mache ich denn da? Solltest du nach unten gehen, du Eierkopf. Na, noch mal gucken. So. Noch mal alle Gänge begucken. Hier ist auch nichts mehr, deswegen lasse ich das mal hier. Ist auch kein Schlüssel, sonst hätte das einen Ton gegeben. Hier ist auch nichts mehr. Ne, gehe ich jetzt wieder hier hoch. Da ist schon mal null Runde. Ich muss nur gucken, wo dieser eine scheiß Schalter ist. Den hätte ich gerade nicht betätigen dürfen. Wunderbar. Nochmal
das töten, das komische Ding. Ach. Ist immer das gleiche. Genau, immer dann zu, wenn du nicht brauchst. So, jetzt gehe ich einmal hier unten hin. Ja, zwar gehe ich hier wieder Gefahr, im Kreis zu laufen, aber ist halt nicht in jedem Dungeon so. Wahrscheinlich, ne? Ja. So. Dann mal das Beste hoffen, ne? Ne. Ist nicht gut. Negativ. Machen wir das mal so. Ah, und schon wieder. Kann hier einfach mal offen bleiben. Ist denn kalt oder was? So, dann springen wir da mal drüber. Hier lang. Okay. Okay, okay, okay. Ne, kann ich knicken. Das heißt, ich gehe jetzt wieder da oben lang, wo ich vorhin verfehlt habe die ganze Zeit. Ich brauche nur diesen einen scheiß Raum. Mit dem Schalter. So, jetzt gehe ich erstmal hier gucken. Ja. Okay, sagt mir jetzt nichts der Raum. So, mal eben hier. Ach, da haben wir das doch. So. Jetzt kann ich wieder zum Eingang des Dungeons zurück. Und dann kann ich einfach in den Port reingehen. Weil dann habe ich direkt die Möglichkeit, die Truhe zu bekommen. Sehr gut. Und jawolla. So muss das sein. Alles setzt sich zusammen. Sumaria-Stab. Ja, mit dem, wie der Name schon sagt, kann ich Feuer schießen, Feuerstrahlen abschießen. Ist sehr, sehr nützlich. Sieht auch gut aus. So, und damit kann ich auch diese komischen Dinger instant killen. So, jetzt muss ich erstmal gucken, wo dieser Raum ist. Dieser Raum, wo ich die Fackeln anzünden musste. Wo es aber nicht ging. Drei Truhen hat dieses Dungeon noch. Werde ich mal schauen. Nee, komme ich da oben durch? Nö. Komme ich nicht. Bin mal gespannt, wie lange das Video wieder gehen wird. Und jawohl, mein Lieblingszwischenboss. Na komm, komm mal ein bisschen zu mir. Ach, schon wieder daneben geschmissen. Und schon wieder daneben geschmissen. Ich bin Künstler. Daneben Werfkünstler. Ach Mann. Mit Cholerik geht das hier nicht. So geht das besser. So, jetzt kann ich mir mal wieder hier die Wege suchen. Lang, ja. Nee, doch nicht. Ganz schlechte Idee. Dann gehe ich mal eben hier lang. Scheiße. Ach, herrlich, diese Kreislauferei. Kann ich die damit abschießen, ne? Auf jeden Fall, die meisten Gegner, die damit getroffen werden, sind instant mit einem Schlag tot. Einmal hier.
hier lang? Ja, jetzt bin ich natürlich wieder am Anfang. So, jetzt gehe ich nochmal da oben links lang. Sehr gut. Nee, da war zu weit. Da habe ich jetzt erstmal ein heißes Bad genommen in Lava. Natürlich erstmal wieder links lang laufen. Oder auch nicht. Nee, natürlich nicht. Ich laufe so links und dann schon so. Nee. Mal wieder hier lang. Einfach mal gucken, muss ich noch mal hier lang laufen. Naja, zumindest sind die komischen Dinger nicht mehr da. Die Dodongos. Na, jetzt habe ich natürlich hier den Raum, aber kein Bossschlüssel oder keine Möglichkeit da reinzukommen. Ja. Okay, da ist eine Truhe, die ich noch nicht hab. Na komm. Scheiße, ja, Mensch. Na gut, getroffen habe ich den. Perfekt, einmal hier rein. Ja. Ist auf jeden Fall kein Schlüssel. Sonst hätte er wieder diesen Ton gemacht. Ja. Ein Fuffi. Fuffi gefunden. Habe ich schon fast wieder 800 Rubine. Unten hin? Ne. Das heißt, ich gehe jetzt geradewegs auf diesen einen Raum zu, wo ich die Fackel anzünden muss. Genau hier. Und wieder einen Schlüssel bekommen. Einwandfrei. Jetzt muss ich nur gucken, wie ich an dieses eine Ding hinkomme, an dieser einen Stelle, wo ich den Schlüssel verwenden muss. Okay, zweimal mit dem Somaria-Stab angeschossen. Schon ist er tot. War ein bisschen schwach auf der Brust, dafür, dass er so viele Muckis hat. Ja, der ist aber auch schnell tot. Brennt schnell aus. So, jetzt versuche ich jetzt mal über diese Treppe. Ja, sieht gut aus. Kurzen Prozess. Schön die Blöcke abfackeln. Ne, wollte ich eigentlich nie machen. Das wollte ich machen. Mir so eine schöne kleine Treppe bauen. Ah. Perfekt. Ja. Ja, da muss ich warten, bis er mich übersprungen hat. Sehr gut. Danach müsste eigentlich der Bossschlüssel kommen. Ne, die Fee möchte nicht. Ja, da muss ich gerade mal gucken, ganz vorsichtig. Nein, Mensch. Sollst du doch nicht. Du sollst doch nicht. Toll. Na super. So, mache ich das jetzt mal so. Ne, kann ich schon vergessen. So geht das nicht. Schon einen grundlegenden Fehler gemacht. So, ich gehe jetzt da oben. Schon wieder einen Fehler gemacht. Scheiße, Mann. Nein, der geht viel zu spät. Der lenkt viel zu spät ein. Boah, ist doch scheiße, Mann. Ich weiß schon, wie ich das machen muss, aber der scheiß Controller. Boah, schon wieder, ey. Reagier doch mal schneller. Schneller reagieren, Kollege.
Mal so ein bisschen mit ein bisschen mit Elan. So, dann gehen wir mal hier lang, ja. Ist auch wieder scheiße. Ja. Ein Block ist übrig, ein Loch ist übrig geblieben. So, jetzt gehe ich da oben lang. Ja. Das sieht doch schon mal ganz anders aus. Perfekt. Ja. Sehr gut. Und da haben wir den Bossschlüssel. Oh, jetzt muss ich nur die Treppe finden, die zum Bossraum führt. Jetzt gehen wir mal hier lang. Nee, kann ich da runter. Das ist okay. Gehe ich einmal hier lang? Nee, war nix. Hoppala. Muss ich jetzt die Fackeln anzünden? Nee, da bringt gar nichts. Da bringt auch nichts. Die scheinen irgendwie unbesiegbar zu sein. Da muss ich nicht lang. Okay. Habe ich natürlich jetzt postwendend abgefackelt, die beiden komischen Schleimdinger da. Ich porte mich mal vorsichtshalber wieder zurück. Aua. Oh, da war mein Bein. Scheiße. Ja. Na komm, nehmen wir mal das Götter-Ahorn da. So, jetzt gehe ich einfach mal dort entlang. Und hoffe, das geht. Ja, da war ich glaube ich noch nicht. Mal schauen. Nee, da war ich noch nicht, in der Tat. Ja, ist gut. Ich weiß, dass er kalt und hart ist. Nee, bringt irgendwie nichts. Nee, bringt nichts. Dann muss ich erstmal hier rein. Na, hätte ich fast geschafft. Oh, die Blöcke lasse ich da. Die sind meine Brücke. Perfekt. Nee. Auch wieder Scheiße gebaut. Wieder zurück. Ja, ist doch gut. Ich weiß, dass sie kalt und hart sind, Mensch. Ja. Sieht doch besser aus. So. Und raus hier. Ja, perfekt. Soweit habe ich hier alles gemacht. Truhen rausgeholt. Und jetzt kommt der Boss des letzten Dungeons. Oh. Ja, und wie das natürlich die Logik ist, bekämpfe ich gerade Feuer mit Feuer. Letzter Boss, also vorletzter Boss eigentlich, aber im letzten Dungeon. Ja, der ist natürlich ein bisschen. Oh, und schon wieder diese drohende Musik. Und auch der warnt mich.
Wir haben alle Schiss. Wir haben alle Schiss davor, dass der Windfisch wach wird. Damit sie natürlich weiter ihr Unwesen treiben können. Auch innerhalb des Traumes. Oktopustrommel, okay. Nehme ich an. Das letzte Instrument. Na, es kann natürlich nicht mehr viel Ratschlag kommen. Das Ei ruft, okay. Ja, und damit wären wir mit dem letzten Dungeon durch. Ja, und das war's auch schon mit dem achten Part. Ich mache ab jetzt, was heißt ab jetzt? Ich mache für hier Schluss, ab hier. Und werde mich im nächsten Part natürlich mit dem Finale widmen. Beziehungsweise mit dem Finale befassen. Und natürlich noch im Vorfeld ein paar Secrets noch machen. Weil ich möchte da so gut wie möglich lösen. Gut, somit schließe ich den Sonntagabend gebührend ab. Ich wünsche euch alle einen guten Start in die neue Woche. Lasst euch nicht ärgern, schlaft hinterher gut. Und lasst ihn über der Bettdecke. Bis bald, Rian. Tschüss.